Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Deponia mit Rufus und Juan. Und jetzt mal gucken, was wir mit den Stieren machen können. Ab 12. Ach, jetzt schon ist es 12. Aber immer noch totlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Okay. Aber jetzt vielleicht mit dem Vorhang. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Okay. Ach ja, die Liebe. Keiner kann mehr behaupten, dass ich davon nichts verstehe. Also müssen wir den Stieren irgendwie noch weiterbringen, ne? Freigegeben ab 12 schon bei die Stier... Ich habe Ton, ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Was ist mit den Sitzen hier? Warum will ich eigentlich immer Alt drücken? Lass uns mal hier mit was machen. Eben. Mit der Motorhaube. Machen wir den mal auf hier. Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Machen wir mal auf. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Wahrscheinlich nicht. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Rotes Tuch für die Kuh hängen habe ich gerade versucht. Höchstens an das schwarze Brett. Das könnte man machen. Man könnte das... Nee, komm, jetzt bin ich schon mal eben hier. Jetzt mache ich mal eben das Messer Gott hier sei Dank Tür. Bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ja, das wird nicht klappen. Verdammt! Mit dem richtigen... Ja. Das gibt gerade irgendwie keinen Sinn. Gut, dann gehen wir dahin und hängen mal den Vorhang an das schwarze Brett ran. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Könnte ich gleich mal machen. Aber erst machen wir jetzt den Stier. Freigegeben ab 18. Das ist doch mal Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Alles klar. Hey! Komm zurück. Gleich nochmal. Gut. Dann machen wir nochmal. Ey, komm. Gleich nochmal. Nee. Das wird uns nichts bringen. So, lass uns doch mal versuchen, mit dem ausgetrockneten Schwamm und dem Taurintank irgendwas zu machen. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Nein, wir machen jetzt kein Rodeo. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Schade. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Nein. Können die roten Formen wieder wegnehmen? Nein, können wir nicht. Der bleibt da jetzt auch ewig. Oder Messer und hier. Heute, liebe Kinder, einfach zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Schade, auch nicht mit dem Messer. Das war ärgerlich. Also auf die Scheibe so klicken geht nicht, da ist kein Handsymbol. Ich kann es halt nicht sehen. Puh, das könnte alles heißen. Und ich müsste die Scheibe sauber machen. Dafür das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Wasser. Lust und Seife. Seife. Lust und Seife. Ja, wir bräuchten eine Flüssigkeit dafür. Das ist schade. Und dann wüssten wir nämlich wahrscheinlich auch, wie wir das aufkriegen. Okay. Aber das Taurin ist was Belebendes auf jeden Fall. Das Taurin ist was Belebendes. Die belebende Flüssigkeit ist es. Und da müssen wir jetzt ran. Das ist es. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Ich bräuchte irgendetwas, das ich nicht von dem Ding runterfliege. Klebstoff oder sowas. Ja!
So wirft er mich immer runter. Gleich nochmal. Lust und Seife findet man bestimmt in der Badewanne von Red Oslo, ja. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Okay. Entweder muss ich auf dem Stier bleiben oder ich muss irgendetwas haben, um das Ding abzuzapfen. So, okay. Hier oben sind der Turm und die Dächer. Man hat gesagt, guck dir doch mal die Dächer an und den Turm. Ja. Was soll ich denn da sehen? Die Dächer und den Turm. Es sind auch Alarm. Die sehen oben höchstens, aber das kann es ja nicht sein. Hier brauche ich etwas. Lass uns dann mal in Tonis Laden reingehen. Was überhaupt mit der Troller da? Ach so, du meintest den Wasserturm. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist... Also wir brauchen irgendwas Schwarzes. Das könnten wir dann in die Mühle packen. Ich glaube nicht, dass die Chilischote da rein muss, aber wir können das eine mal ganze Chilischote. Doch. Dann wollen wir mal. Fehlen noch zwei Zutaten. Ah. Alles klar. Und zwar fehlt uns hier die Chilischote, schwarzes Pulver. Und besonders aufputschend. Energiegras, belebende Flüssigkeit. Das ist das Taurin-Dings, ist das. Ah. Gut, aber wenigstens ist die Chilischote da jetzt schon mal safe drin. Hm, ja, die Coupons, die kann ich nicht nehmen. Ist noch ein Haken, den würde ich ja gerne nehmen, ne? Oh, vielleicht den Luftballon und den Haken und den dann raus. Das mache ich lieber lassen. Woanders, wo Toni nicht hinsieht. In meinem Inventar zum Beispiel. Ja, ja. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Irgendwie der muss Tag Toni mal weg. Meiner Abreise. Ist Toni, Moment nicht Toni. Mal, steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Ja. Oh. Coupons. Moment. Finger weg. Ist ja gut. Das wäre auch zu schön gewesen. Richtig viele Sachen habe ich hier gerade nicht. Ne? Die muss irgendwie, wenn müsste sie durch einen Alarm mal weg oder so. Was Besseres fällt mir dann bei ihr nicht ein. Mit dem Fenster muss ich auch irgendwas machen können. Im Dorfzentrum. So, jetzt sind wir hier unten. Gut, okay. Hm. Hier kann ich sonst nichts machen. Ich kann das Rohr verschieben, aber das muss genau da drauf. Und das geht nicht anders. Noch ein kleiner Tipp. Toni hat einen Vogel. Der Vogel ist gestorben. Der ist in Altersruhestand gegangen. Der Vogel ist nicht mehr da. Aber lass uns doch nochmal in ihr Haus gehen und gucken.
können wir hier irgendetwas nochmal mitnehmen. Oder machen. Wahrscheinlich nicht, aber... Ja, da kommen wir nicht rein. Die Hausapotheke. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Ja, okay, das haben wir... Gott sei Dank bin ich... Verdammt. Ja, da gibt's einen Schlüssel für. Aber den gibt sie uns ja nicht. Ach komm, ich werde doch von den Seitenschneider jetzt mitnehmen können, oder nicht? Unglaublich. Finden wir hier vielleicht eine Autobatterie nochmal durchgucken? Die hier nochmal ran muss? Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Also hier ist nichts mehr mit Vogel. Blindgänger. Ein Trichter. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Aber nach dem dritten explodierten Öltank... Nimm mal den Trichter mal mit. Und vielleicht können wir das Schweißgerät ja auch wieder mitnehmen. Nimm mit. Danke. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Ah, Tyx A schreibt ein Gedicht. Liebe Kinder, gebt feine Acht. Der Well hätt's lieber selbst gemacht. Bei all eurem Mitleid und guter Absicht auf diese Weise sich Weltspielspaß absticht. Der Müll in ihm schon sein Meister findet und schweigend miträtselnd an sich bindet. Den stillen Wissenden und Lösungsleser erheben wir dankend unsere Gläser. Das hat er aber schön gesagt. Behemoth, gute Nacht. Und Wert Oslo ebenfalls gute Nacht. Und Eustru. Quatsch. Eusustru. Eusotru. So. Das könnte man auch als Eusotru lesen, ne? Fällt mir gerade mal so ein, Wert Oslo. Aber Fix Arzt, sehr schön. Geil gemacht. Was wohl im Blindgänger 3 sein könnte? Schwarzes Pulver vielleicht. Richtig. Das wird sein. Und Schweißgerät. Es liegt genau da, wo ich es fallen gelassen habe. Toni hätte ruhig auch... Das nehmen wir auch mit. Ja, okay. Besser später als nie, dass ich nochmal hierhin zurückgekommen bin. Und jetzt gehen wir hier auch weg. Jetzt können wir ein bisschen was machen hier. Da haben wir noch schwarzes Pulver. Genau, eben. So, Blindgänger. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Dann bohren wir das doch mal auf. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. So sieht's aus. Schwarzpulver haben wir jetzt auch. Was fehlt dir da noch? Mit der Klingel irgendwas machen. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu ihrem Laden und packen eine Schwarzpulver damit rein. Eine Prise Schwarzpulver. Sehr schön. Rezept. Wir brauchen das Aufputschmittel. Moment, kann ich... So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte... Ich mir nicht, jemand hatte vorhin geschrieben, ob ich mich jetzt nicht verletzt hätte selbst irgendwie so. Was können wir denn mit dem... Das muss nicht umgefüllt werden. Können wir drei Sachen miteinander kombinieren? Niemals. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Apropos Gedicht, da war da mal was. Nee, hast du nicht. Das wird der Arzt haben, das Aufputschmittel. Aber das alleine bringt mir nicht weiter. Ich habe ja mehrere Baustellen. Von der Idee her. Also ich meine, ist nett von dir, aber jetzt gerade erstmal nicht. Wir könnten aber mal gucken, ob wir mit dem Trichter und dem Stier was werden. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man eine...
So schon mal nicht. Ah, dann komm. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Schweiß doch mal den Motor aber auf. Das wird wahrscheinlich nicht. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Das habe ich doch schon mal probiert hier. Wenn ich das zuschweiße. Ja. Okay. Die Logik hier in dem Spiel ist manchmal etwas. Die ist neu. Ich frage mich auch immer noch, was es mit den Sprengungen da auf sich haben könnte. Das frage ich mich wirklich. Okay. Da kann ich die Sprengung machen. Wie kriege ich den Luftballon? Wie kann ich verhindern, dass der Luftballon wegfliegt? Wie kann ich es verhindern, dass der Luftballon... Dass die Klappe... Die Klappe muss aufbleiben. Die Klappe muss aufbleiben. Benzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Wenn der Luftballon rausgeht, geht die Klappe auf. Man muss, logisch wäre, da muss eine Schnur ran und dann bleibt das Ding offen. Und dann kann ich von oben das Wasser vielleicht reinlassen. Aber das Spiel ist ja nicht logisch, sondern das hat seine andere Art von Logik. Die Dächer, Bell, die Dächer. Ja, das da oben sind Dächer. Ich kann auf den Dächern noch nichts machen hier. Hier wird mir auch nichts angezeigt auf den Dächern. Was meinst du mit die Dächer, die Dächer? Jetzt ernsthaft. Ich kann doch nicht auf die... Wegen der Sprengminen, oder? Was? Die Dächer. Das ist ein Dach. Das ist ein Dach. Das ist ein Dach. Da ist ein Dach. Löcher aussehen. Ach. Ach. Ja! Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Der Hinweis, die Dächer, das war ein sehr guter Hinweis. Ich war nur zu blöd. Aber das war von der Art und Weise her, war das ein richtig guter Hinweis. Also so auch ausreichend. Moment. Wo ist denn das dritte? Ach, da. Also das, das und der. Okay, da habe ich mich verguckt eben. Den verguckt. Wo ist er? Das wird es dann sein. So, danke. Das machen wir in dieser Folge noch. Oha! Das Sprengsignal. Es hat Klick gemacht. Achtung, stehst auf einer Achtung, Linie. Achtung! Mann, ey. Boah, in Kombination noch mit geht auch mal ins Rathaus, ja. Mann, war ja echt auf der Leitung gestanden, was? Danke. Halt! Wo willst du hin? Zum Bürgermeister. Dann füll eine Wartenummer! Gut, ich komme hier jetzt natürlich nicht an vorbei, weil, da ist der Wenzel immer noch nicht seinen Platz in der Warteschlange freigemacht hat. Und so lange komme ich hier nicht vorbei. Alles klar. Eigentlich hätte ich die 1 verdient, aber die 63 tut's auch.
Gut, wir haben jetzt schon mal die 63. Das ist schon mal sehr gut. Wo ist denn die 66 hin? Wieder abgelegt? Wo ist die denn hin? Die 66 ist weg. Ist auch egal. So, jetzt muss Wenzel ran. Und dann kommen wir erst zum Bürgermeister. Vorher kommen wir nicht hin. Und das überlegen wir uns irgendwie in der nächsten Folge mal. Boah, ich hole mir jetzt erstmal Cappuccino. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.